bei Energiegeladen, dem Energiekongress. Liebe Gäste, haben Sie schon mal versucht, eine Kerze ohne ein Streichholz anzuzünden? Nun, das ist vielleicht machbar, aber mit viel Aufwand, aber gemeinsam geht es doch viel besser. Und manche Dinge gehen auch einfach nur gemeinsam. Wenn wir nämlich über Klimaschutz und Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie wir das Ziel der Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen erreichen, so wie es auch in der Pariser Klimakonvention festgehalten ist. Und die Technologieregion Karlsruhe möchte hier auf regionaler Ebene natürlich ihren Beitrag dazu leisten. Gemeinsam mit allen Akteuren, gemeinsam mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Ariane Berz und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen beim zweiten Energiekongress von Focus Energie. Energiegeladen, Einladung zum Mitmachen, das Motto. Ja, und mitmachen sollen Sie auf jeden Fall auch, indem Sie Fragen stellen über den Chat, indem Sie sich virtuell vernetzen. Wie das technisch genau funktioniert, das erkläre ich Ihnen zum jeweiligen Zeitpunkt. Ja, und was erwartet Sie beim zweiten Energiekongress? Es ist wirklich hier eine tolle Plattform, um Impulse, konkrete Lösungsansätze und Ideen zu bekommen, wie Sie Ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Und wir haben den Kongress in 4 Themenblöcke nach Zielgruppen eingeteilt. Nach Unternehmen, nach Bürgerinnen und Bürger, nach Kommunen und nach dem Handwerk. Und in jedem dieser 4 Themenblöcke erhalten Sie von hochkarätigen Referentinnen und Referenten, wie gesagt, konkrete Tipps und Lösungen, damit Sie mit ganz viel zündenden Ideen hier aus diesem Kongress auch rausgehen. Ja, und ich würde sagen, wir haben ein volles Programm. Wir zünden den Kongress. Und ich freue mich jetzt sehr, das Wort an Ihren Gastgeber des Kongresses, an den Organisator des ersten und natürlich auch des jetzigen Kongresses zu übergeben. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Focus Energie und schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Hans Hubschneider. Schönen guten Morgen, Ariane. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Energiekongress. Willkommen im Namen der Messe Karlsruhe, willkommen im Namen von Focus Energie und unseren vielen Partnern aus der Wirtschaft, aus der Forschung, von der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Technologieregion Karlsruhe, aber auch privaten Initiativen wie Fossilfree Karlsruhe oder Faktor 2. Auch dieser zweite Kongress steht unter dem Motto Einladung zum Mitmachen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir einen bunten Strauß zusammengestellt von Angeboten, von Aufforderungen, von Information und Unterstützung. Wir wollen Ihnen helfen, das Thema Energiewende gemeinsam anzugehen. Ich bin Hans Hubschneider, Vorstandsvorsitzender von Focus Energie. Focus Energie haben wir vor 7 Jahren gegründet, gemeinsam mit vielen Menschen aus der Region, denen das Thema Energie, Energiewende, Erneuerung unserer Energieumgebungen am Herzen liegt. Das Netzwerk hat zurzeit etwa 100 Mitglieder aus Wissenschaft und Forschung, aus Handwerk, aus Unternehmen und engagierten Privatpersonen. Unsere 4 wesentlichen Bereiche, in denen wir uns engagieren, sind Bildung, insbesondere im Energiebereich, sind Austausch zwischen den verschiedenen Playern und Akteuren, Anbietern und solchen, die umsetzen und die etwas auf den Boden bringen müssen. Und unser drittes Thema, Unterstützung. Wir fördern Start-ups im Energiebereich und helfen ihnen, neue Technologien in der Region zu entwickeln und zu lebendigen und nachhaltigen Geschäftsmodellen zu machen. Und last but not least, unser Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit für das Thema nachhaltige Energieerzeugung, nachhaltige Energiespeicherung, Energienutzung. Alles das bringen wir zusammen heute in diesem Kongress,
unter den Randbedingungen, die Sie alle kennen. Wir sind extrem froh, dass wir mit unseren Partnern, mit der Messe, mit unserem Technologieprovider Pink etwas auf die Beine gestellt haben, was auch unter diesen Randbedingungen Ihnen dieses Thema nachhaltige Energienutzung, 1,5 Grad Ziel, zugänglich macht. Wenn Sie sehen würden, was ich sehe hier, ein voll eingerichtetes Studio mit allem Drum und Dran, um die Möglichkeit zu schaffen, doch als Menschen hier agieren zu können, nicht nur virtuell über die Bildschirme. Es ist ein großes Erlebnis. Unsere vier Blöcke hat Ariane schon genannt. Wir fangen an mit Unternehmen, dann geht es zu den Bürgern, Häuslebauern und Wohnungs-WEG, Verwaltungsorganisationen. Es geht weiter mit den Kommunen und last but not least das Handwerk. Dazwischen haben wir Diskussionstische. Wir können Ihre Fragen aufnehmen und zu den Vortragenden bringen. Und wir haben 13.45 Uhr die Keynote von Professor Armin Grünwald, dem Leiter des Hauptstadtbüros für, jetzt muss ich gucken, wie es ganz genau heißt, Büros für Technologiefolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Bitte vergessen Sie nicht, alle weitergehenden Informationen finden Sie im Internet unter energiegeladen.info. Wir freuen uns, wenn Sie selbst beitragen, wenn Sie Teil der Bewegung werden. Und abschließen möchte ich mit etwas, was ich am Dienstagabend bei Professor Harald Lesch aus dem Fernsehen gehört habe. Er hat gesagt, Energiewende jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ariane. Ja. Herr Hubschneider, vielen herzlichen Dank schon mal für diese einleitenden Worte. Und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann, ist genau richtig, weil jetzt heißt es loslegen, anpacken, mitmachen. Marie von Ebner-Eschenbach, eine österreichische Schriftstellerin, hat einmal gesagt, was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht. Und ich bin mir sicher, dass unsere nächsten beiden Redner alles dafür tun werden, dass Karlsruhe, dass die Technologieregion Karlsruhe weiterhin ein attraktiver, nachhaltiger und wirtschaftlich starker Standort sein und bleiben wird. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, die Grußworte des Oberbürgermeisters der Stadt Karlsruhe Ihnen hier übermitteln zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Frank Mentrup. Ja, liebe Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Energiegeladen, dem zweiten Energiekongress in Karlsruhe, veranstaltet vom Energienetzwerk Focus Energie und der Messe Karlsruhe. Beiden danke ich schon mal ganz herzlich für die Organisation. Energie und Nachhaltigkeit stehen ja im Fokus auch der öffentlichen Diskussion und stehen im Fokus auch dieses Kongresses. Und jeder kann dazu etwas beitragen, jeder ist angesprochen, ob als Bürgerin oder Bürger, als Institution, gleich welcher Art, als Handwerksbetrieb oder auch als großes Unternehmen, aber natürlich auch als die öffentliche Verwaltung. Die Energiewelt befindet sich im Umbruch. Und alle können etwas dazu beitragen. Schließlich geht es nicht nur um Energie und Nachhaltigkeit, sondern auch um den Klimaschutz, der das große, allumspannende Thema ist. 28 Kurzvorträge laden über den Tag verteilt alle diese Interessentinnen und Interessenten ein. Und so kommen Referentinnen und Referenten aus Industrie, Handwerk, Wissenschaft und Politik zum Zuge. Es geht um Ressourceneffizienz, es geht um E-Mobilität, um energetische Gebäudesanierung, um die Klimaallianz, aber auch um smarte Quartierslösungen. Und da kommt dann auch noch die EDV, die IT, mit ins Spiel. Ein Energiekongress mit vielfältigen Angeboten will ein interdisziplinärer Motor für Veränderungen in unserer Stadt, aber auch bei Ihnen überall im Haushalt, im Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung sein. Dazu nochmal ein Dankeschön an die Veranstalter und Ihnen viel Freude bei den Vorträgen und den Best-Practice-Beispielen, die Sie anschließend gerne mit nach Hause nehmen und vielleicht bei sich auch umsetzen können.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Herr Dr. Mentrup, auch nochmal für Ihre Grußworte und für die guten Wünsche zum Kongress. Und ich möchte gleich überleiten zu den nächsten Grußreden oder Grußworten vom Präsidenten der IHK Karlsruhe. Haben wir auch noch eine Videobotschaft erhalten. Und ich würde sagen, Herr Wolfgang Grenke, Ihr Video bitte ab. Sehr geehrter Herr Dr. Hubschmeider, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Mentrup, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vor einem Jahr hatten wir uns in der Gartenhalle getroffen und den ersten Energiekongress zusammen abgehalten. Damals dachten wir, dass es ein einmaliges Ereignis würde, sich mit nur wenigen Teilnehmern physisch zu treffen und die zahlreichen weiteren Gäste und Teilnehmenden online dazu zu schalten. Ein Jahr später nun gehen wir davon aus, dass dies zukünftig wohl ein Standardformat für Kongresse und größere Veranstaltungen wird. Es zeigt, wie wichtig dabei die Digitalisierung ist. Denn ohne die digitalen Medien und die Anwendungskompetenz der Menschen wäre diese Art von Veranstaltung gar nicht möglich. Die Krise ist für uns hierbei ein starker Motor für Veränderung. Genauso ist es auch beim zweiten Energiekongress, der als starker Motor für Veränderung gilt. Ich bin Ihnen, Herr Dr. Hubschmeider, sehr dankbar, dass Sie so unnachlässig daran arbeiten, ein Motor für Veränderung in unserer Region zu sein. Das haben Sie bereits bei der Gründung des Netzwerks Fokus Energie getan und tun es weiter mit dem heute zum zweiten Mal stattfindenden Energiekongress. Hierfür sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank im Namen der regionalen Wirtschaft und wünsche Ihnen für den heutigen Tag viel Erfolg. Ihnen, Herr Oberbürgermeister Dr. Mentrup, danke ich ebenfalls sehr herzlich für die Unterstützung dieser Veranstaltung und insgesamt der Energiestrategie der Region. Die neue Karlsruher Klimaallianz, die im Laufe der Veranstaltung ja auch noch ein zentrales Thema sein wird, unterstützen auch wir wiederum sehr gerne. Der Klimaallianz sollen Unternehmen beitreten, die sich freiwillig zu den Karlsruher Klimazielen bekennen. Die Entwicklung der Klimaallianz hat die IHK als Partner mitbegleitet und unterstützt die weitere Umsetzung, insbesondere bei der Unternehmensansprache. Denn eines ist sicher, zum Klimaschutz können die Unternehmen durch ihre Technologien einen großen Beitrag leisten. Meine Damen und Herren, Klimaschutz ist und bleibt eine große Herausforderung. Die EU hat sich Ende April auf das schärfere Klimaziel bis 2030 von 55% CO2-Minderung gegenüber 1990 geeinigt. Der Kompromiss geht manchen zu weit und anderen nicht weit genug. Fakt ist aber, dass mit den schärferen Zielen auch die Maßnahmen angepasst werden müssen, was etwa zu einer weiteren Steigerung der CO2-Preise führen kann. Hier gilt es, Maß und Mitte für alle Beteiligten zu finden, damit der Klimaschutz nicht zur Kostenfalle wird. Viele Unternehmen warten daher nicht auf die Politik, sondern sind bereits seit einiger Zeit selbst aktiv. Teilweise wird das auch von den Kunden sehr konkret erwartet. In einzelnen Branchen setzen Unternehmen über ganze Wertschöpfungsketten hinweg bereits heute sehr ehrgeizige CO2-Minderungsziele um. In anderen Bereichen bedarf es noch einiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit, um technologisch und ökonomisch CO2-arme Prozesse möglich zu machen. Carbon Leakage bleibt stets eine große Herausforderung und deren Vermeidung sollte oberstes Ziel bei allen Klimaschutzmaßnahmen sein. Es ist selbstredend, dass keine Lösung Wertschöpfungsketten in den Weltregionen mit weniger ambitionierten Klimazielen zu verlagern. Hier in der Technologieregion arbeiten wir sehr eng zusammen, um beim Transformationsprozess alle mitzunehmen und dabei bedarfsgerecht zu unterstützen. Der Energiekongress zeigt die Bandbreite aller Akteure und Angebote für alle auf. Dank Ihrer Initiative mit Fokus Energie, Herr Dr. Hubschmeider. Meine Damen und Herren, auch die IHK macht dabei mit. Zum einen unterstützen wir durch das Projekt der IHK Energiescouts. Energiescouts sind Auszubildende unterschiedlicher Fachrichtungen, die neben ihrem Lehrberuf zusätzlich Projekte im Bereich Energieeffizienz, Klimaschutz oder Nachhaltigkeit umsetzen.
Dabei kommen die jungen Menschen oft auf kreative Ideen, wenn sie etwa als Energiedetektive auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten durch ihre Betriebe gehen oder Konzepte und Maßnahmen zum Beispiel zum Thema Mobilität entwickeln. Etwa die Organisation und Verbesserung von Mitfahrgemeinschaften für Kollegen. Die Energiescouts sind ein gutes Beispiel, wie Unternehmen nicht nur beim Klimaschutz vorankommen, sondern auch die Belegschaft mitnehmen und gerade die Fachkräfte von morgen für dieses Thema sensibilisieren. Ganz nebenbei identifizieren sich die jungen Menschen dadurch auch noch stärker mit ihrem Betrieb und die Chance ist größer, dass sie nach der Ausbildung auch weiter im Betrieb bleiben. Und auch jetzt in der Pandemie, Energie-Scout-Projekte zu unterstützen, wurde durch die IHK eigens ein digitales Angebot konzipiert. Mit kostenfreien Impulswebinaren zur Einführung in verschiedene Themen für Auszubildende. Jetzt im Mai können sich interessierte junge Menschen noch für die Webinare anmelden und anschließend mit ihren Projekten starten. Als besondere Motivation wollen wir zusammen mit den Wirtschaftsjunioren einen Wettbewerb ausloben und die besten Ideen und Projekte auf der Abschlussveranstaltung im Oktober vorstellen. Ein weiteres Leuchtturmbeispiel, wie Unternehmen Unterstützung auf ihrem Weg zur Klimaneutralität erhalten können, ist das geplante Energieeffizienznetzwerk in der Technologieregion Karlsruhe. In einer Gruppe von etwa einem Dutzend Unternehmen aus der Region, branchenübergreifend, aber mit ähnlichen Zielen und Herausforderungen, soll dabei gemeinsam an der Maßnahmenumsetzung gearbeitet werden. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern möchte die IHK in den nächsten Monaten dieses neue Netzwerk starten. Es wird bewusst nicht nur auf Energieeffizienz, sondern auf das Ziel Klimaneutralität ausgerichtet. Über einen reinen Austausch hinweg wird dabei sehr konkret analysiert, geschult und an den Maßnahmenumsetzung gearbeitet. Darüber hinaus stehen den Unternehmen weitere unterstützende IHK-Angebote zur Verfügung, etwa Erstberatungsangebote wie Klimacoaching und Energieeffizienzberatung oder der regelmäßige Austausch beim runden Tisch Nachhaltigkeit. Meine Damen und Herren, diese Angebote der IHK ergänzen das breite Spektrum an Hilfestellungen, Unterstützungsmöglichkeiten und Initiativen in der Region, die heute im weiteren Verlauf des Kongresses vorgestellt werden. Ich wünsche Ihnen für den heutigen zweiten Energiekongress interessante Impulse und viele neue Kontakte, sodass wir den Weg in der Region gemeinsam weiter beschreiten können. Die IHK möchte die Anstrengungen der Unternehmen verstärken, damit Politik und Gesellschaft diese Anstrengungen sehen und weiter fördern. Ich wünsche Ihnen einen guten Kongresstag, damit uns der Motor des Energiekongresses auch weiterhin kraftvoll, aber CO2-arm voranbringt. Herzlichen Dank. Ja, Herr Krenke, vielen herzlichen Dank schon mal für diesen Überblick, was schon alles an Leistungen hier geboten wird. Aber es darf natürlich noch gerne mehr getan werden für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit.